Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. No, no, no. Conchita no está ahí. Está en la habitación de Elena. Brujín. Este es Brujín. Ahora todo va a ir bien. Komm. Was ist los? Was passiert? Ist nicht so schlimm. Ist nichts passiert. Komm. Brujín. Sie brauchen Arzt. Sie müssen ins Krankenhaus. No, 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 no. Das geht nicht. Sie hat keine Aufenthaltsgenehmigung. No te preocupes, amor, ¿eh? Schickt ja jemand vorbei wegen der Wunde. Aber keine Polizei, ja? Also, was passiert letzte Nacht? Wir waren bei Toto. Wir brauchten ein bisschen was zum Vergessen, ne? Ich dachte, du bist sauber. Nicht für mich. Ich wurde Blockin für Elena. Sie hat eine Abtreibung. Und dann? Wir sind reingegangen, weil die Tür offen stand. Wir sind, Toto war im Wohnzimmer, auf dem Sofa, voll mit Blut und einem Messer im Bauch. Ich habe das Messer rausgezogen. Du hast was? Ich wollte ihm helfen, aber er war schon tot. Du hattest Angst, als du angerufen hast. Zwei Männer sind in die Wohnung gekommen. Wir haben uns im Badezimmer versteckt und sie haben uns gehört und sie sind gekommen und haben gegen die Tür. Sie haben kolpiert como locos, weißt du? Und sie haben gesagt, sie sind von der Polizei. Polizei? Mhm. Sie haben gerufen, Polizei, Polizei, aufmachen. Aber ich habe ihnen nicht geglaubt. Warum? Sie haben kein Licht angemacht. Sie sind reingekommen, como las sombras. Warum? Wohin? Hör auf, ich will das nicht mehr, das weißt du auch. Wegen einer Frau? Wegen ihre multiple... Multiple Sklerose. Sie. El diablo lo tiene en cuenta. Wohin? Toto war dein Freund, no? Irgendwann mal, ja. Pass auf dich auf. Einen Freund hast du nicht irgendwann mal. Einen Freund hast du für immer.